About you.
Thank you.
Freunde, das war das heutige Fahrvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe diesmal vier Deutsche Reichsbahn eingebaut. Der Spaß müsste sein. Sicherlich habt ihr auch gemerkt, dass ich ab und zu mal meine Hube benutzt habe. Ne? Die Tröte habe ich mir selber gebaut, weil es ja ab und zu mal ein paar, sage mal, Figuren gibt, die in Torgau einfach über die Gleise rennen. Ne? Ja, und da habe ich mir gedacht, da baust du dir so eine Tröte. Wenn die mal wieder über die Gleise rennen, dann kannst du schön laut tröten. Das war noch nicht voller Lautstärke von dem Ding. Ne? Aber ich dachte, als Hupe für die Transporter, die zu nah am Gleis stehen, ist das doch ganz cool, oder? So, aber ich muss sagen, heute hat fast alles perfekt geklappt. Perfekt geklappt. Ne? Es gab nur einmal ein Problem. Ne, Moment, zwei Probleme gab es. Das erste Problem war das mit der Blue Diver. Das ist euch sicherlich aufgefallen im Video, dass es ab und zu mal Quack machte, wenn sie die Kurve gefahren ist. Ich habe keine Ahnung, was mit der Lok los ist. Das Getriebe verhakt nicht. Ne? Das muss irgendwas, diesmal runtergefallen, die Lok, muss ich dazu sagen. Die war lange im Karton. Und ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Denn ich habe mir nämlich eher gedacht, dass der Zug umkippt. Guckt mal, wie lang der jetzt ist. Das ist der silberne NME Staubsilozug. Und der wird immer länger. Aber jetzt ist er lang genug. Also noch ein Wagen kommt nicht dran. 17 muss reichen. Ja, den wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Nächstes Mal nehme ich eine Doppeltraktion von irgendeiner anderen Lokkombination. Weil das mit der Blue Tiger, das war schon, ja, es war grenzwertig. Ne? Grenzwertig. Vielleicht war sie wirklich überfordert, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist eigentlich ein Vieh. Fährt sogar mit 10 Waggons im Berg hoch. Aber das ist vielleicht, weil sie runtergefallen ist. Muss ich mal auseinandernehmen, mal gucken, was da los ist. Aber das klang nicht gesund. Ja, und ansonsten, muss ich ehrlich sagen, hat alles gut geklappt. Es gab keine Entgleisung. Es gab ab und zu mal ein Problem mit den Ausgleichen der Loks, dass eine zu langsam, manche zu schnell waren. Aber das habe ich ganz schnell ausgemerzt. Ihr habt es ja gesehen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Besonders begeistert bin ich natürlich über meine neue Taiga-Trommel. Ne? Die 200-100 Deutsche Reichsbahn. Das ist nämlich eine von BKK Geiseltal. Ich habe mich extra schlau gemacht. Mhm. Die wurde dort eingesetzt. 94, 95, 96, 97 und 100 oder so. Oder 102 sogar. Die wurden alle für BKK Geiseltal eingesetzt. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie die Wagen denn da sind, wie die laufen. Ja, und zum Schluss habe ich dann halt hier noch ein bisschen Bahnbetriebswerk-Gedöns reingebastelt. Das hat nicht so ganz geklappt am Ende, weil die Drehscheibe wollte ich um 380 Grad drehen oder 350 Grad oder... Ja, ja, wisst ihr, was ich meine. Also eben um die ganze Achse, so dass die Lok immer gedreht ist, da hinten dann die Rangierlok ist und die dann die reinzieht und die dann alleine wieder wegfährt. Ist ein Dummy, geht ja nicht, aber simulationsmäßig, ne? Ja, und ja, ihr seht, keine Güterzüge da. Ich habe keine Idee mehr gehabt, was ich jetzt noch fahren lassen soll, denn wir haben es inzwischen jetzt fast 18 Uhr. Das Video hochladen wird bestimmt 2-3 Stunden dauern. Ich muss es erstmal bearbeiten, ist klar. Also, wenn ihr das dann seht, wird es bestimmt so entweder morgen früh sein oder heute Abend, vielleicht kriege ich es noch fertig. Mal gucken. Ich war ja zwischendurch noch in den Behörden, also bei den Behörden, ne, habe meinen Ausweis verlängern lassen, es hat alles geklappt. Wunderbar, Termin habe ich gekriegt, also ich sage es mit der Webseite, Redlandstopper. Ich habe fast alles einsetzen können, was ich geplant habe. Ne, da seht ihr den Rest, da liegt noch der ICE 4. Der Zuckerzug ist im Einsatz gewesen, die Dostos mit der 229, das war eine spontane Idee, das gab es auch so. Der ist bloß mal kurz rausgefahren, den habt ihr das letzte Mal gesehen. Der war noch geplant, vom Berg, habe ich aber dann verworfen, weil den hätte ich ständig ausbremsen müssen. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass es. Lass es alleine fahren und gut ist. Und es war auch gut so. Ja, ja, und hier ist der Kohlezug, Deutsche Reichsbahn, der ja wie gesagt noch vervollständigt wird. Und der Güterzug, der am Anfang gefahren ist. Diesmal war viel Personenverkehr unterwegs und fast keine Güterzüge. Okay, ja, vier Stück, glaube ich. Aber ich denke mal, das hat so gereicht. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Senftöpfe rausfahren lassen und die dann wieder rein. Ich dachte mir, komm, das ist so und das ist gut. Ihr habt ja gehört, wie das gerattert hat, das Ding. Das ist ein Schadzug. Ne?
Da ist irgendwas mit dem Lager. Also ich meine jetzt nicht Modell, sondern in echt. Und deswegen haben sie den da hingestellt. Da war dann beim nächsten Mal, wenn ich das wieder filme, die abgekoppelt und dann wird der Zug weggefahren. Ne, von der E-Lok oder was weiß ich. Also es ist halt Überführungsfahrt oder was weiß ich. Ne? Ihr habt es auch gehört, wenn er hier eine Weiche gefahren ist. Das hat ja ganz schön geschappert. Ich dachte schon, fliegt raus, aber hat alles geklappt. Naja, gut. Mit den Worten beende ich das jetzt hier. Ich habe morgen Lehrgang. Ja, Lehrgang. Kein normaler Tor, sondern Lehrgang. Da bin ich mal gespannt, was ich da beigebracht bekomme oder was wir da alles noch erleben. Geht bis 18 Uhr. Ich lasse mich überraschen. Ja, aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt werde ich das hier erstmal beenden. Und wie gesagt, entweder heute Abend noch vor 0 Uhr versuche ich es fertig zu kriegen oder dann eben morgen früh. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn es zu sehen ist. Also, ist das schon mal. Gut. So, mit den Worten bin ich jetzt weg und ja, immer fleißig meine Videos schauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und nette Kommentare und Kritiken könnt ihr natürlich auch da lassen. Und beim nächsten Mal, dann werden wir mal endlich mal wieder bauen. Wir werden sehen. Tschüss.